Es gab auch Flops bei der Bethesda-Pressekonferenz zur E3 2017 und ein Thema, mit dem wir jetzt einsteigen möchten, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das jemals wieder in einer öffentlichen Kapazität sehen werden. Das leidige Thema und das rote Tuch, Bezahlmods für Skyrim. Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass das nochmal kommen würde, weil sie damit ja eigentlich schon mal auf die Nase gefallen sind. Sie wollen das aber wohl nicht aufgeben, die Chance ist auch zum gewissen Grad zu verstehen. Vielleicht sollten wir mal grundsätzlich erklären, worum es da geht. Also es soll den sogenannten Creation Club geben. Lassen wir jetzt auch nochmal den Trailer laufen. Und die Idee ist, dass die Community ja, Mods entwickelt und darüber veröffentlicht. Und die Spieler können die dann über ein Credit-System, so sah es zumindest jetzt in dem Trailer aus, kaufen. Also das können halt Waffen, es können Rüstungen sein, es können Gameplay-Anpassungen sein und dann gibt es halt diese Credits und die wird man sicherlich für echtes Geld dann kaufen und ein Teil des Geldes geht halt an Bethesda und ein Teil des Geldes geht an die Mod-Entwickler. Man muss jetzt fairerweise sagen, das klingt eigentlich gar nicht unbedingt so blöd, also, aber das ist halt dummerweise in einem Umfeld jetzt wieder hochgeholt worden, wo wir eigentlich das schon mal hatten und wo es schon mal sehr, sehr schlecht ankam. Und es gab das ja schon andere vorgehen lassen sollen. Es gab ja das schon im Zusammenhang, dass es über den Steam Workshop, über Steam eingeführt wurde und da gab es massive Proteste, weil man eben mit der Art und Weise, wie das umgesetzt worden ist, überhaupt nicht zufrieden war. Wir wissen auch noch nicht genau die Details, also wie sehr die Entwickler oder die Modder daran beteiligt werden, wie viel Geld davon bei Bethesda hängen bleibt, wie teuer die einzelnen Sachen sind, was halt die Begrenzungen sind, aber es ist halt trotzdem einfach ein kontroverses Thema und was ich interessant fand ist, in der Sekunde, in der das bei Bethesda angekündigt wurde, ist der offizielle Chat explodiert. Ja. Aber wirklich mit Hass. Also so eine Scheiße und das, entschuldigen Sie mein French, aber also absolutes Unverständnis. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wenn Leute so aufwendige Mods machen und wirklich Total Conversion so ein Kram einbauen, natürlich muss man die irgendwie bezahlen. Also warum sollten die nicht bezahlt werden? Das hat, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, weil halt die Leute daran gewöhnt sind, dass sie Mods halt kostenlos bekommen. Und wenn du dann sowas änderst, so ein gewohntes Prinzip, dann ist natürlich erst mal so ein Aufschrei da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es damals war, aber ich glaube, damals war dann auch der Anteil für die Modder relativ gering. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich werde jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ich glaube, das war damals ja auch dann ein Punkt, dass die Leute sich halt aufgeregt haben, so hey, quasi Bethesda will sich da irgendwie hier die goldene Kuh melken quasi. Ja. Und wenn man auch sagen muss, man kann es halt auch ein bisschen Bethesda da verstehen, weil ihre Spiele leben so dermaßen, wie glaube ich gar keine anderen Spiele halt von diesen Mods und das, die werden halt so lange unterstützt und Bethesda hat halt nichts davon, außer halt natürlich diesen ganzen, dass sie halt die gute Spiele haben. Und sie verkaufen dadurch ja auch immer noch diese Spiele. Ich meine, die Mods erhalten diese Spiele ja auch am Leben. Mhm. Viele Leute kaufen sich Jahre später die Spiele dann nochmal, weil sie wissen, es gibt dann für Skyrim eben eine riesengroße Mod-Sammlung mit neuer Grafik, mit technischen Änderungen, vielleicht auch Gameplay-Änderungen, vielleicht auch neuen Geschichten und solchen Sachen. Also da hat auch Bethesda durchaus was davon. Aber ich kann das auch nachvollziehen, dass sie sagen, hey, die Leute erstellen diese Mods, da steckt viel Aufwand drin. Warum sollen die daran nicht verdienen? Und wir haben immerhin dieses Spiel gemacht. Ja. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, die haben das Spiel gemacht. Und ein gewisses Recht daran mitzuverdienen haben sie auch. Jetzt muss man halt wirklich gucken, wie sind die Details. Und was ich auch bei dieser ganzen Sache jetzt glaube, wir sehen das jetzt eher so als Flop an, weil es auch natürlich jetzt bei der Ankündigung sehr negativ ankam. Ich glaube, wenn sie den langen Atem haben, das durchzuziehen, dann wird die Phase der Aufregung relativ schnell vorbeigehen. Und es wird sehr, sehr schnell zur Normalität werden und sehr, sehr schnell auch eher akzeptiert werden. Mhm. Weil sie müssen jetzt, eigentlich müssen sie jetzt nur ein bisschen durchhalten. Und sie haben momentan, zumindest bei diesen Spielen, auch nicht viel zu verlieren. Das Skyrim ist durch, das Fallout ist durch, das nächste Fallout ist nicht angekündigt, das nächste Skyrim ist nicht angekündigt. Die nächsten Spiele, die Bethesda raushauen, sind Spiele, die das überhaupt nicht betrifft. Ja. Also The Evil Within, Wolfenstein. Ja. Selbst jetzt hier sowas wie The Elder Scrolls Legends, das wird damit nichts zu tun haben. Das sind also Objekte, bei denen sie momentan nichts verlieren können. Also können sie das machen und den Atem, einfach den langen Atem haben, bis sich das als Standard etabliert hat oder sagen wir mal zumindest als akzeptiert. Und wenn die ersten coolen Mods da sind,
und die ersten tollen Geschichten auch aus den Communities kommen, wo dann jemand sagt, hey, ich habe eine Mod programmiert, habe die verkauft über den Store und kann jetzt mich als Entwickler vielleicht irgendwie selbstständig machen in irgendeinem Rahmen. Sobald so eine Geschichten dann auftauchen, wird die Stimmung auch umschwenken, weil das immer bei diesen Geschichten so ist. Muss man halt ein bisschen gucken, ob diese Geschichten entstehen können. Und das hängt dann davon ab, wie fair dieses ganze Programm gemacht ist. Das Problem in der Sache ist, glaube ich, Kommunikation. Also deswegen haben wir es auch in dieses Video mit aufgenommen, weil Bethesda weiß, dass das ein rotes Tuch ist und das dann einfach so nonchalant rauszuhauen, ohne wirklich die Details zu klären. Grob fahrlässig zu sagen, ist jetzt auch übertrieben, aber man hätte das eleganter lösen können. Ja, man programmiert sich halt den Shitstorm so ein bisschen vor, weil man schon weiß, ich glaube, letztes Mal war es ja so heftig, dass sie sich dann ewig entschuldigen mussten dafür und alles sofort wieder offline und großes Drama. Und also wenn sie jetzt nicht sehr schnell die ganzen Infos nachlegen und sich halt dahingehend gebessert haben, dass die Modder einfach mehr beteiligt werden, dann kann es ja passieren, dass genau das Gleiche nochmal passiert. Und dann sagt sie, ja, warum macht ihr es denn nochmal? Ihr habt doch halt gar nicht draus gelernt. Ja. Aber wie gesagt, sie haben ja halt jetzt dieses sichere Fenster. Und ich glaube, sie nutzen das jetzt einfach. Ja. Weil, hey, warum nicht? Ja. Gerade gibt es nichts zu verlieren. Gerade eben hatten wir es, mangelnde Kommunikation kann ein Problem sein. Und das führt auch zu unseren beiden, unserem Doppelflop, dem doppelten Floppchen. Fritz und ich sind uns nicht so ganz einig, welches von beiden wir eher sagen wollen. Was ist denn aus der Sparte Bethesda VR dein Flop gewesen? Ja, zwei Spiele wurden gezeigt, Doom VR und Fallout VR. Und für mich ein Top war Doom VR. Das macht, glaube ich, für mich alles, wie man so eine Art VR-Spiel machen sollte, richtig. Nämlich eher so als eine Art Achterbahn, schnell ein bisschen hin und her springen. Zwar sehr nah dran sein, aber ohne jetzt die klassische Bewegung zu brauchen. Also es wirkte mehr so wie so ein Ride, also wie so eine Achterbahnfahrt, so ein Vergnügungspark-Abschnitt, den man dann auch einfach ein bisschen besser ertragen kann, weil dieses schnelle Rumlaufen von Gameplay von Doom kann ich mir in VR schwer vorstellen, ohne dass man dabei einen Eimer vor sich stehen haben muss. Und von daher war das für mich eher ein Top und du wirst mir gleich widersprechen, denn für mich war der Flop das Fallout-Ding, weil genau das Ding das andersrum macht. Bei mir ist es eben genau andersrum. Ich meine, wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, dass das Doom VR, als die Kollegen das ausprobieren konnten, dass es eher so gimmicky ist. Und genau so ist es für mich jetzt eben auch. Das ist ein Gimmick. Das ist kein richtiges Spiel, das man gespielt haben muss. Das sieht eben aus wie der kurze Doom-Snack für zwischendurch. Man hat zwar auch irgendwie Kämpfe drin, aber die sehen nicht so aus, als würden die sich so spielen wie das eigentliche Spiel. Man teleportiert sich wild durch die Gegend, man schießt ein bisschen, man kann sich die Figuren ganz nah angucken und man macht mit seinen Klemmen irgendwelche Schalterchen an und aus. Aber mein Gott, jetzt nichts, was man gespielt haben muss. Aber in der aktuellen VR-Technik-Generation sind doch auch lange VR-Spiele, also ich meine, ein Fallout jetzt irgendwie 60, 70 Stunden, mit den Brillen, so unbequem, wie die nach einer recht kurzen Zeit noch sind. Und ich rede jetzt mal von, trag das mal 2 Stunden, dann schwitzt du, dann ist das einfach unangenehm am Kopf. Das 70-Stunden-Spiel damit zu machen, würdest du das wollen? Nee, deswegen, das ist auch mein großer Kritikpunkt. Ich finde an sich die Vorstellung, Fallout zum Beispiel in VR zu erleben, sehr, sehr geil. Aber ich denke mir auch so, ich habe im Prinzip keinen richtigen Grund, dieses ganze Spiel in VR durchzuspielen, weil es halt sich nicht anfühlt wie ein Erlebnis, das für VR konzipiert wurde. Es fühlt sich halt an wie so, ja, ihr könnt jetzt Fallout auch mal in VR sehen, das ist nett, aber wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, wie du schon sagst, ich spiele es irgendwie 70 Stunden mit dieser komischen Brille, ich bewege mich, wie bewege ich mich denn? Mache ich das mit irgendwie hier mit dem Controller, mache ich das mit diesen Motion Sticks und so, ist halt nicht ganz klar. Und wenn du nicht so ein Gerät hast, wie diese High-End-Geräte, wo du quasi reingeschnallt bist und dann da laufen kannst, dann ist es halt, glaube ich, auch nicht das geilste Erlebnis. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist nett, aber es ist noch nicht ausgereift genug, dass ich jetzt sagen würde, boah, geil, ich spiele jetzt Fallout komplett in VR. Ich hatte vor allem auch für das ganze Trara, was im Vorfeld darüber gemacht wurde, das ist das unglaubliche Erlebnis und was Todd Howard da im Vorfeld gesagt hat, wow, das wird der absolute Wahnsinn. Und denkt nicht nur, das ist wie so ein Patch, sondern es ist ein eigenständiges Spiel. Dafür ist mir das jetzt irgendwie zu nebensächlich abgehandelt worden. Und auch es wird ja nicht so richtig erklärt, wie das jetzt funktioniert. Wir haben in dem Trailer gesehen, man kann sich sowohl teleportieren, als auch irgendwie laufen und gleichzeitig seine Hände benutzen. Aber wie genau funktioniert das? Oder kann man sich das aussuchen? Ist das von Situation zu Situation abhängig? Das war mir dafür irgendwie ein bisschen zu Und das nächste ist natürlich auch wieder, du kannst VR-Erlebnisse in einem flachen Ding schwer rüberbringen.
Und dann hätte man sich halt vielleicht irgendwie was überlegen müssen, um diese Faszination rüberzubringen, um sie etwas mehr zu umschreiben. So sieht es für mich nur einfach aus wie eine Fallout 4-Spiel, wo halt irgendwie Hände so komisch rumfuchteln die ganze Zeit. Ich hätte es ganz schön gefunden, wenn man halt jemanden gesehen hätte mit einer Brille, der es halt gerade spielt, so ein bisschen, wo man einfach so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegt, wie das jetzt ist als VR-Erlebnis. Weil so ist halt wirklich, es bringt VR eh schon schwer rüber. Und da kam es jetzt für mich halt gar nicht rüber, gerade was aus so einem Spiel war, was man halt schon kennt. Und wenn man sich ja jetzt auf der Zunge zergehen lässt, das sind die einzigen beiden VR-Spiele, die man so wirklich gesehen hat, mir hat das die Brille nicht verkauft. Also das war halt eher so eine Randnotiz und dafür nicht wichtig genug. Zumal auch nicht gesagt wurde, kommt das jetzt, also zumindest im Rahmen der PK-Show, vielleicht ist jetzt gerade in dem Moment, wir sind jetzt direkt nach der PK-Show, schon die Info raus, aber kommt das zum Beispiel auch für die PlayStation VR, die ja doch eine recht große Verbreitung hat, jetzt im Gegensatz zu vielleicht zu der PC-Hardware oder zumindest einen leichteren Zugang auch ermöglicht. Bis jetzt war es nur HTC Vive. Genau, und wenn es halt nur für die HTC Vive kommt, ist halt die Frage, ob man sich dann auch, also dann wundert es mich halt nicht, dass es so ein bisschen nebensächlich abgehandelt wird, weil es halt momentan und aktuell nur eine sehr, sehr kleine Zielgruppe betrifft eben und dass man es dahingehend halt nicht groß erklärt, weil das halt wirklich nur dann für diese Enthusiasten ist und nicht für die große Masse der Spieler. Wer werdet dann sehen. Das war's soweit von den Flops von Bethesda. Ja, und waren nicht viele eigentlich, oder? Muss man fairerweise sagen, es war keine... Kein Desaster. Kein Desaster, also auf keinen Fall. Es gab ein paar Schwächen und Diskussionspunkte, aber die Flops halten sich in Grenzen, oder? Ja, was halt für mich ein bisschen Flop war, dass halt keine richtige Überraschung dabei war durch diese ganzen Leaks und vorab. Es war ein bisschen schade, diese TK war so kurz und knackig und man wusste halt eigentlich alles schon vorab. Ja. One-More-Thing wäre halt ganz cool gewesen. Vielleicht haben wir einen One-More-Thing sogar ein bisschen übersehen, weil als dieser Quake Champions-Trailer kam, war am Ende diese Einblendung Play the Beta Now, also jetzt die Beta spielen. Vielleicht ist in diesem Moment, wo wir gerade hier im Studio sitzen, irgendwie das doch in Open Beta geschaltet worden oder so. Können wir jetzt gerade nicht sagen, werden wir dann auf der Webseite wahrscheinlich haben. Aber ja, tatsächlich, es fehlte vielleicht irgendwie doch eine große Überraschung. Ich denke, ganz viele Leute werden natürlich enttäuscht sein, dass kein Elder Scrolls 6 angekündigt wurde. Aber wir haben es euch doch gesagt. Das war es soweit von den Flops. Danke euch fürs Zuschauen. Danke, Elena. Danke. Und wir machen hier eine kurze Pause.